Pflanzen nutzen Licht wie kein anderer Organismus zur Energiegewinnung und zur Orientierung. Andreas Hildbrunner erforscht anhand der Ackerschmalwand, wie spezielle Rezeptoren der Pflanze die Lichtqualität der Umgebung auswerten. In unserem Labor interessieren wir uns ganz besonders für die Rezeptoren, die eben rotes und dunkelrotes Licht wahrnehmen. Und diese Rezeptoren, die hat man Phytochrome genannt. Und diese Phytochrome, die haben eben eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich, dass man diese Rezeptoren durch Licht mit einem hohen Rotlichtanteil aktiviert, während man diese Phytochrome durch Licht mit einem hohen Dunkelrotanteil oder durch Dunkelrotlicht inaktiviert. Pflanzen besitzen also Schalter, die von unterschiedlichen Rottönen im Licht gesteuert werden. Bei dieser Schaltereigenschaft reicht wirklich ein Impuls. Man kann mit einem Rotlichtimpuls kann man den Schalter in die Einposition bringen und der bleibt dann für längere Zeit auch in der Einposition. Und wenn man aber viel schneller sein will, kann man diese Einposition mit dunkelrotem Licht wieder innerhalb von ganz kurzer Zeit, innerhalb von Sekunden oder Minuten, wieder in die Ausposition bringen. In der Natur wird dieser Mechanismus wirksam, wenn eine Pflanze in den Schatten einer benachbarten Pflanze gerät. Die Blätter der Nachbarpflanze absorbieren hellere Rottöne und die abgeschattete Pflanze erhält mehr dunkelrotes Licht. Das ist ein Signal für verstärktes Wachstum aus dem Schatten heraus, was kräftezehrend ist. Eine Pflanze muss Ressourcen investieren und diese Ressourcen, die muss sie anderswo wieder einsparen. Und was Pflanzen eben typischerweise machen, die im Schatten wachsen, ist, dass sie zum Beispiel die Abwehr gegen Fressfeinde oder Pathogene reduzieren oder dass der Ertrag in Nutzpflanzen reduziert wird. Eine andere Aufgabe von Photorezeptoren ist es, den Übergang von der Nacht zum Tag zu erkennen. Damit kann eine Pflanze ihre innere Uhr am Tagesverlauf ausrichten. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass es Insekten gibt, die zu einer bestimmten Tageszeit aktiv sind und die eine bestimmte Pflanze bestäuben. Und dann macht es eben Sinn, wenn die Pflanze genau zu dieser Tageszeit die Blüten öffnet. Das Zeitgefühl von Pflanzen umfasst nicht nur Tage. Mithilfe ihres molekularen Gedächtnisses gelingt es nicht wenigen, ihr Wachstum auch über mehr als ein Jahr hinweg zu organisieren. Diese wunderschönen großen Kohlköpfe, die es gibt, das sind mehrjährige Pflanzen. Wenn ein Kohl im ersten Jahr bereits blühen würde, indem er auch ausgesät würde, dann hätte man nicht diese großen Kohlköpfe, sondern dann hätte man irgendwas, was ganz Mickriges. Und der molekulare Mechanismus beruht darauf, dass die DNA-Struktur an einem gewissen Ort im Genom verändert wird. Und das führt dazu, dass diese Blockierung der Blühinduktion verloren geht im zweiten Jahr, nachdem die Pflanze eine Winterperiode durchgemacht hat. Das heißt, die Pflanze kann sich in dem Sinne wirklich an die Winterkälte erinnern. Um die Signalwege bei Lichteinwirkung noch besser zu verstehen, vergleichen die Forschenden die Ackerschmalwand und ein Moos, die sich in der Evolution vor mehr als 400 Millionen Jahren getrennt haben. Äußerlich sieht natürlich die Ackerschmalwand und Physcomitrella patens, das ist dieses Moos hier, schon sehr unterschiedlich aus. Aber wenn man die Genome dieser beiden Pflanzen vergleicht, dann sieht man, dass es Faktoren gibt, die etwas mit der Wahrnehmung von Licht zu tun haben. Und das ist genau das, was uns interessiert. Welche Faktoren kommen nur in einer Pflanze vor? Welche kommen in beiden vor? Und wie ist die Evolution dieser Lichtrezeptoren und Komponenten, die an der Signalleitung beteiligt sind. Die Forschenden konnten zeigen, dass Phytochrome in Moosen eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie bei der Ackerschmalwand. Gleichzeitig ist man bei der Ackerschmalwand auf Signalwege gestoßen, die man vorher nicht kannte. Bisher hat man eigentlich immer gedacht, dass es zwei Wege gibt, die ganz dominant sind. Und was wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, ist, dass es auch ganz andere Wege gibt, die eben parallel auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Und so kommt die Erforschung von Signalwegen in Pflanzen Schritt um Schritt weiter.